Also für den einen oder anderen Zuschauer, ich glaube, man kennt mich mittlerweile. Ich bin das PokerStars.de-Ass, ich habe das gewonnen. Zu Recht, hoffentlich. Ich hoffe das immer noch, ne? Obwohl immer viele kritische Stimmen sagen, nein, der Junge, der haut zu viel auf den Puls, das ist kein Gewinnertyp, ich habe aber gewonnen. Und ich glaube, dass ich nicht nur durch den Entertainment-Faktor gewonnen habe, sondern weil ich auch Poker spielen kann. Das versuche ich jedenfalls und das will ich auch heute wieder hier im CCC in Wien Simmering unter Beweis stellen und ich will das beweisen, dass ich das kann, Freunde. Auf meinen Kopf sind heute 500 Euro, sprich 1000 Mark waren das mal, das ist ein Haufen Geld. Für, ja, da lachst du. Für ein Buy-in von 60 Euro kannst du hier 500 Euro schnappen. Deswegen wird es, glaube ich, extrem schwierig, weil viele Leute, wenn hier 300, 400 Leute antreten, rechnen gar nicht damit, dass sie so weit an Final Table kommen, beziehungsweise ins Geld. Die werden die Chance nutzen, wenn ich all in bin, das gleich zu callen. Denn so schnell hast du keine 1000 Mark woanders verdient. 500 Euro sind 1000 Mark. Ich wünsche es jedem. Ich will trotzdem mein Bounty verteidigen bis zum Ende, bis ich blute, bis ich sterbe. Ich gebe Vollgas. Also die Pro7-Show, das PokerStars.de, das war mein Leben. Von mir aus hätte die Sendung noch jahrelang weitergehen können. Ich habe das geliebt und gelebt. Ich glaube, das hat jeder Zuschauer zu Hause verstehen können. Ich hoffe sehr, dass es glaubwürdig rübergekommen ist, denn das war wirklich mein Herzblut, hat da dran gehangen und ich glaube, auch aus diesem Grund habe ich gewonnen, zu Recht, und ich habe das geliebt. Und das Schlimmste war für mich, zu Hause zu sein und zu merken, oh, da kommt ja morgens gar kein Kamerateam mehr an meinem Bett. Mir fehlt ja das Mikrofon. Was ist denn abends? Keine Statements mehr. Mir fehlt das, ich vermisse das. Und wenn ich Big Brother gucke, da kriege ich Tränen in meinen Augen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, 60 Kameras um mich zu haben. Ich liebe das. Wir sind im Concord Card Casino in Wien Simmering und ich liebe Österreich. Ich habe auch immer Austria 3, die Musik, kennst du Austria 3? Wolfgang Ambros, George Danzer, Reinhard Fendrich, es lebe der Zentralfriedhof. Ich fühle mich hier wirklich zu Hause, mir gefällt das. Ich liebe das. Macho, Macho, kannst nicht lernen. Macho, Macho. Gefällt mir gut. Ich liebe Wien seit Falco. Wirklich. Als Kind habe ich mir das schon reingezogen, Falco. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Fand ich geil, hat mich irgendwie geprägt. Ich bin zwar kein Egoist, Leute, ihr wisst, ich bin ein herzensguter Mensch. Freunde, auch wenn ihr jetzt wieder die Kommentare drunter schreibt, ja, der Jens, bla bla bla. Wirklich, ich bin wirklich ein lieber Kerl. Trotzdem, Falco fand ich immer toll. Ich glaube auch, der lebt heute noch. Also so eine Beerdigung inszeniert wie ein Popkonzert. Ich stelle mal die Theorie auf, Falco lebt irgendwo auf einer Insel. Glaubt oder glaubt es nicht? Und erzähle ich wieder ein Zeug, ne? Ja, meine Zukunft steht erstmal heute hier in diesem Raum. Also ich versuche natürlich wieder das Äußerste rauszuholen. Erstes Ziel ist natürlich, Thomas Lamatsch und seinen Kollegen zu unterbieten, den er heute mitgebracht hat. Ein sehr guter Freund von ihm, arbeitet mit ihm zusammen. Freut sich sicherlich auch, wenn ich ihn mal erwähne. Wie heißt du nochmal? Der Willi. Der Willi. Der Willi aus Österreich, aus Wien. Da freut er sich, der Willi, der lacht damit. Und das erste Ziel ist erstmal, die beiden zu überleben, denn wir haben eine kleine Sidewette am Laufen. Und das ist Priorität Nummer eins. Zweites ist ETM, in the money, ich will im Geld sein. Und drittes Ziel, Final Table. Viertes ist der Sieg. Das ist meine Zukunft für heute. Was morgen passiert, da kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Vielleicht regnet es, vielleicht scheint die Sonne. Man muss mal schauen. Ne? Ich habe schon gesehen, es gibt hier einen Saunaclub nebendran, aber da würde ich die Kohle natürlich nicht verprassen. Ich meine, ich habe ja in der PokerStars, in der Castingshow, habe ich einen großen Geldbetrag gewonnen. Und ich habe mir, muss ja ehrlich sagen, bis heute noch nicht mal davon irgendwas gegönnt. Ich kam auch bis jetzt noch gar nicht dazu, weil immer irgendwie Trubel und Wirbel um mich war. Und ich will jetzt erstmal, ich würde jetzt erstmal gerne eine Reise machen auf Jamaika, Bob Marley, I Love Reggae, dieses ganze Ding, weißt du, einfach mal abschalten und so. Gerade mal zwei Wochen Handy aus, Laptop aus und einfach mal mit einer Freundin, nicht mit einer Freundin, sondern mit meiner Freundin, Schatzi, Schatzi, nicht, dass du das jetzt falsch verstehst, ja, wenn ich dir das dann zu Hause im Internet zeige. Nein, Schatzi, ich liebe dich über alles und mit dir natürlich auf Jamaika. Ins Mausoleum von Bob Marley. Heute habe ich es nur mit Künstlern, ne? Falco, alle schon tot, aber ich hab's mit denen. Toll, freut mich. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich kann es ja noch gar nicht so genau sagen. Ich muss mal noch jetzt gucken, was mit meinem Sponsor am Laufen ist und so, ob da was läuft.
Und das wird sich in der nächsten Zeit ergeben. Die Leute werden auf jeden Fall Bescheid bekommen, wo ich das nächste Mal bin. Leute, klickt mich an, Facebook, ihr habt ja alle Möglichkeiten. Ihr könnt mich auf Facebook klicken, da gibt es eine Fanseite, klickt auf Gefällt mir oder klickt auf mein privates Gefühl, schreibt mir eine Nachricht. Ihr kriegt von allem Bescheid und es steht ja immer irgendwas über mich. Letztens habe ich ja wieder von einem Reporter hier irgendwie gelesen, der mich irgendwie von einer Castingshow in die Schwulenszene drückt. Leute, nehmt das alles nicht so ernst, ne? Es kommt, wie es kommt und macht Spaß. Welche Rolle ich da gern hätte? Ich hätte gern... Gott, welche Rolle hätte ich da gern? Also das ist wirklich so eine schwierige Frage, hat mir noch keiner gestellt. Also, ja, ich weiß nicht. Also wenn ich die Chance habe, dann eine Rolle zu kriegen, oder wenn es auch schwierig ist, ich spiele auch den Putzmann. Das ist gar kein Problem. Ja, doch. Nee, ich mache auch den Putzmann. Natürlich, wenn eine Hauptrolle super... Eine große Rolle. Nee, eine große Rolle, dann möchte ich natürlich die Hauptrolle sein. Der Mann, der am Ende auch die Millionen in dem Film gewinnt. Ich weiß nicht, um was da geht. Wenn mir das Drehbuch mal zeigst, dann suche ich mir die Rolle aus. Die größte Rolle, die beste, den meisten Text. Ich mache das. Ruf mich an, Produzenten. Einfach mal durchklingeln, wir können über alles reden. Ich habe auch gehört, ein ehemaliger Floorman hier vom CCC ist der Dealer im James-Bond-Film. Andreas Daniel. Das ist natürlich Wahnsinn. Also, habe ich heute erfahren, ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen und wusste ich nicht. Freut mich natürlich ungenommen. Auch Grüße von hier an James Bond, an den ehemaligen Floorman. Thomas Lammert steht jetzt hinter der Kamera, falls es jemand interessiert. Thomas, komm doch mal kurz davor. Dass die Leute wollen dich auch mal wieder sehen, weißt du? Das geht, die wollen dich auch mal wieder sehen. Ich muss nicht rausschmeißen. Nein, warum denn? Nein, ehrlich, Leute, Thomas Lammert ist auch hier. Ich hab keinen Cheapsteak für dich. Komm, da ist er, der Thomas. Ne? Das, guck mal, die Leute wollen dich auch mal wieder sehen. Weißt du, ich fühle jetzt hier die ganze Zeit Interview und so. Und das ist der Thomas, Leute, der Dieter Bohlen vom ProSieben. Du bist ja auch unser Star, du hast ja gewonnen. Ja, ich habe auch gewonnen. Der Thomas ist auch verantwortlich dafür. Auch, ich glaube, der war aber nicht die ganze Zeit für mich. Aber Sophia Tomalla hat es anscheinend irgendwie durchgedrückt. Ich habe es ja gesagt, ich habe mich jetzt definitiv in der letzten Sendung für dich entschieden. Wirklich? Ja, beim Heads-Up. Du warst einfach klassenbesser und deswegen hast du einfach gewonnen. Ja, jetzt bin ich aber auch gespannt. Weil, ne? Weil wir einfach, und das ist ja doch das Missverständnis, das jetzt alle haben eigentlich, weil wir einen neuen Pokerspieler gesucht haben. Wenn man jetzt nicht den besten Pokerspieler mit Abstand, die besten Skills, Mathematik hat, das wäre vielleicht die Nathalie gewesen, sondern wir suchen einfach einen Aushängeschüler für Pokern und der einfach unser Business einfach besser vermarktet und nach außen bringt. Weil ich glaube, die Leute haben satt mit Pokerturnieren, Sit and Go, jeder kennt das vom Fernsehen. Und das Ziel war einfach, den Leuten was Neues zu bieten, dass Pokern einfach auch Spaß und Unterhaltung sein kann. Und wir kennen jetzt Fernsehprodukte seit 10 Jahren. Und wenn du auftrittst, hat immer das Gleiche. Du hast einen Pokertisch, du hast links die Karten, rechts die Mathematik, einen Kommentator, der erklärt dir jetzt, dass er noch 3 Outs hat. Und deswegen gesagt, wir müssen was Neues machen. Und ich sage ganz ehrlich, unterm Strich war die Show auch erfolgreich, weil gerade die Finalshow haben wir gehabt, über 18% Marktanteil. Das hat Stefan Raab Mittwochs fast nie, genau. Muss man auch mal dazu sagen. Und das war einfach gewaltig und das allein schon, die letzte Sendung, finde ich, spricht schon dafür, dass es ein Erfolg war. Leider im Moment nicht, also es gibt auch geringe Chancen, aber ich denke, dass es nicht zustande kommen wird. Liegt einfach definitiv, die Sendung ist zu spät. Es gibt leider noch keinen Fernsehsender, der so eine Sendung früher schalten würde. Das heißt quasi, alles heißt immer nach Mitternacht. Und dafür steht sich einfach der Aufwand nicht, dass man sowas nach Mitternacht versendet. Naja, viel Kommentar kann ich nicht dazu abgeben. Also prinzipiell, sag ich mal ausschließlich, stimmt nicht ganz. PokerStars wird die EPD komplett neu strukturieren. Und ich persönlich glaube jetzt nicht, dass es einen einzigen Turnierdirektor für die EPD geben wird. Ja, also wir haben gerade vorher mit dem Management von Concord gesprochen. Salzburg wäre sehr nett. Erstmal natürlich die Nähe zu Deutschland. Salzburg ist ein großes Casino, hat auch den Platz. Und ja, dann schauen wir, vielleicht gibt es auch in Deutschland noch Möglichkeiten. Schweiz wäre noch ein interessantes Thema. Schweiz, toll. Also gesehen, ne? Für mich ist überall schön. Salzburg war ich auch noch nie. Würde ich auch gerne mal sehen. Also, die Kulturbanause. Das ist ja hier, weißt du, das ist ja hier das große Management, Thomas Lammertsch. Wenn der anruft, dann springe ich. So läuft das einfach. Und mir macht das auch Spaß. Und ich mache das auch gern mit. Und ich liebe das und ich hoffe, das geht so weiter. Und deswegen, falls wirklich ein deutschsprachiger Pokerfilm kommen würde, kriegst du gerne die Nebenrolle, weil die Hauptrolle. Ja, nein, nee, du darfst der Dealer sein oder so. Das ist doch auch okay. In der Dealer musst du nicht viel reden. Ja. Ja, bitte. Also prinzipiell,
schon eine Hauptrolle, aber die tragische Hauptrolle. Also er ist für mich perfekt geeignet, dass sterbe er, ich, oder wie? Nee, dass du der Bubbleboy bei einem Riesenturnier ausscheidest. Oh, nee, warum denn? Also die ersten 10 Spieler kriegen jeder 10 Millionen und er verliert mit gefloppten Assenpoker, weil der Dealer einfach die Karten wegräumt, irgend so wie. Weil er hat so viele Emotionen und die zeigt er auch so gern. Und das würde ich jetzt als Regisseur irrsinnig gerne im Bild haben, dass er einfach verzweifelt zusammenbricht am Tisch und in den Tränen ausbricht. Ne? Das kann einfach sehr gut. Das kann ich, da hat er recht. Also unser Nervenbündler war wirklich bei jeder Entscheidung, das war nicht gespielt, ja, hat die Nerven weggeworfen. Das war alles echt. Weil es für mich einfach immer um alles ging. Diese Show war in dem Moment mein Leben. Das war wie Monopoly mit echten Menschen. Du spielst Monopoly Samstagabend oder so mit deiner Familie. Aber für mich war das in dem Moment, ich bin in diesem Spiel drin und es gibt nichts Wichtigeres und ich habe das gelebt und ich glaube auch deswegen habe ich gewonnen. Ja. Ja, und es ist auch so, dass er sich nicht verstellt. Viele glauben, dass jetzt alles, was man auch liest in Foren und im Post, alles nur Schmäh, alles nur Schauspielerei, einfach Schwachsinn. Ja. Jens ist, wie er ist. Ja. Er ist mediengeil, keine Frage. Deswegen hat er es wahrscheinlich auch gewonnen, weil er einfach wichtig ist dafür, dass er Poker nach außen trägt. Es bringt mir nichts, den besten Pokerspieler gewinnen zu lassen, der dann dort sitzt. Ja, und kein Wort rauskriegt oder so, genau. Und der war super gespielt. Ja. Und er ist, wie er ist. Und jeder, der ihn persönlich kennenlernt, wird auch sehen, dass es wirklich so ist. Und wenn wir heute nachher noch in die Stadt gehen, dann in die Passage Gas geben, auf jeden Fall. Dann wird er wahrscheinlich nach 2 Wodka auch dort sitzen und I love Poker. I love Poker, genau. Und das ist einfach er. Und es gibt halt extrovertierte Typen und das ist halt einfach er. Und wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, ihn persönlich kennenzulernen, da wird jeder sich davon überzeugen. Kommt alle, klingelt an meiner Tür. Dass er kein Schauspieler ist, das einfach so ist, wie er daneben mir sitzt. Das ist auch wirklich so. Ich bin auch wirklich so. Thomas, der musste das wochenlang mit mir ertragen. Das muss mal einer mitmachen. Ich bedanke mich heute noch, meine Freundin, die macht das seit einem Jahr mit. Genau, komm mal klar mit einem. Das bezeichnet sich ja, dass ein Typ wie er sich mit seinem Körper traut, mit der Bardose ins Whirlpool zu gehen. Mach das mal. Ja. Und dann rennt noch ein Kamerateam rum und stellt dir Fragen. Und die hübschesten Frauen sitzen mit dir drin. Bring das mal rüber. Ja, das musst du erstmal machen. Auf jeden Fall, die Leute, ich glaube, die werden noch einiges von mir hören. Willst du oder ich? Oder sollen wir was singen? Nee, ich zuerst und du darfst das letzte Wort. Ja, okay, das da, ne? Ja. Also wie gesagt, also ich wünsche Jens wirklich halt wirklich viel, viel Glück. Er hat das Potenzial, wirklich was zu werden. Deswegen glaube ich an ihn und wie gesagt, alle Leute lieben ihn. Und alle Bounty, die er bisher gespielt hat, waren auch sehr viele Leute dort. Und allein das ist schon ein Zeichen dafür, dass die Leute einfach das gern haben. Ja. Thomas, hast du sehr süß gesagt. Ich würde dich jetzt am liebsten küssen, aber dann schreibt wieder irgendjemand da drin, oh, der Jens, der ist homosexuell oder so, was ich natürlich nicht bin. Auf jeden Fall finde ich, Thomas, kann ich Thomas' Aussage nur unterstreichen. Ich finde, mit der Sendung haben wir Poker ein bisschen aus der grauen Zone ziehen können. Und die Leute interessieren sich mehr dafür und denken nicht nur, das wird immer nur in Hinterzimmern gespielt von irgendwelchen Totschlägern und da werden irgendwelche Waffen gezogen. Das ist nämlich nicht so. Und deswegen, ich glaube, die Sendung hat Poker wieder einen Schritt vorangebracht und ich freue mich sehr, dass wir das ermöglicht haben. Und ich freue mich immer noch, dass ich gewinnen durfte, lieber Thomas. Und auf diesem Weg sagen wir euch hier aus Wien-Simmering auf Wiedersehen. Ciao, I love Poker. So, zuerst mal hallo hier in Wien. Es freut mich wirklich sehr, dass ich heute hier bin. Und das Gute ist ja für euch, ich weiß nicht, ob ihr alle für mich gekommen seid. Schön wäre es natürlich. Aber das Schöne ist, einer von euch wird der Glückliche sein, der mich rauskickt. Oder auch nicht, vielleicht beginne ich auch von 500 Euro. Also, es kommt bei euch zu. Gibt es irgendwas, was du vielleicht verraten kannst über deinen Spielstil? Wie sollten sie am besten gegen dich spielen? Wenn du Impuls hast und nur die Nuts oder bist du auch mal für einen Bluff bekannt? Ich kann natürlich nur sagen, dass ich heute nicht blöffen werde. Ich blöffe sowieso generell fast nie, nur dass ihr das gleich wisst. Also wenn ich Chips reinschmeiße, bin ich auch stabil. Riskiert es nicht unbedingt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass wenn ich heute entschiebe, dass ich hier gleich 3-4 Corner habe. Aber Leute, spart euch euer Geld. Ich werde heute nicht blöffen, sondern ich spiele heute nur ausgewählte super Perfektionskarten. Und Dealer, stand please.